Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Konnektiv Talk. Mein heutiger Gast ist Nadjeszta Koroleva. Nadjeszta habe ich Ende April auf einem Seminar im Grabowoi-Zentrum München von Christa Weißappel kennengelernt. An der Stelle möchte ich auch einen ganz lieben Gruß an Carola Sarasin vom Thailand-Projekt ausrichten, die sowohl das Seminar als auch dieses Interview heute hier ermöglicht hat. Ja, wer ist Nadjeszta Koroleva? Nadjeszta arbeitet seit sehr vielen Jahren an der Seite von Grigori Grabowoi. Sie studiert seine Lehre und unterrichtet sie auch. Durch die Lehre von Grigori Grabowoi kann Nadjeszta vom Mikro bis zum Makrokosmos den Menschen und das Sein auf eine so einzigartige Weise erklären, dass sie ganz einfache Lösungen bietet, die für uns alles sehr einfach umzusetzen sind. Und mit diesem Interview erhoffe ich mir, dass Nadjeszta uns allen vielleicht auch Antworten auf Fragen bieten kann, die uns alle beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zum Konnektiv Talk und natürlich auch an Nadjeszta. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit heute für dieses Interview genommen haben. Dankeschön, Anna. Als Privatdozentin der Lehre von Grigori Grabowoi haben Sie sich weltweit, aber auch in Russland natürlich, einen Namen gemacht. Was mich interessiert ist, wie hat das alles angefangen und vor allem wann? Es hat alles vor langer Zeit begonnen. Zu der Lehre kam ich durch meine Probleme, die ich in dem Moment hatte. Die Hilfe nach dem Wissen bekam ich von Igor Vitaljewitsch Arepjew, dem ich sehr dankbar für diese Hilfe bin. Er hat mich wiederhergestellt. Und auf diese Weise erfuhr ich, dass es eine Lehre von der Rettung und harmonischen Entwicklung aller von Grigori Petrowitsch gibt. So erfuhr ich auch, dass es ein Buch über die Auferstehung gibt. Das Wissen um die Auferstehung hat am meisten Interesse in mir geweckt. So kam ich zu dieser Lehre. Ich wollte so sehr die Menschen zurückbringen, die die Welt verlassen haben. Die nicht mehr da waren, die von allen geliebt waren. Ich habe sie geliebt. Ich denke, dass das Buch über die Auferstehung von Menschen eine brillante Arbeit von Grigori Petrowitsch ist. So wie prinzipiell alle. Aber das Buch über die Auferstehung ist das Wissen, das alle gebrauchen sollten, damit jeder die Auferstehung von sich selbst und auch von anderen zustande bringt. Als Sie mit der Lehre von Grigori Grabowoi in Kontakt kamen, was waren da Ihre ersten Gedanken dazu? Die ersten Gedanken waren fantastisch. Als ich mit dem Buch Auferstehung und ewiges Leben von nun an unsere Realität in Berührung kam, hatte ich physische Empfindungen. Und meine Gedanken waren, das war es. Das ist das Ende vom Tod. Keiner wird mehr sterben. Alle werden ewig leben. Solche Gedanken hatte ich. Wow, okay. Das bringt mich natürlich gleich zu meiner nächsten Frage. Bedeutet es also, dass es gar nicht Gott gewollt ist, dass wir sterben? Diese Einsicht ist viel später gekommen, dass jeder Mensch ewig leben kann, wenn er das Wissen besitzt. Und es ist nicht Gott gedacht, dass der Mensch stirbt und unzählige Male wiedergeboren wird. Und natürlich hat Gott den Menschen nach seinem Abbild erschaffen. Gott ist ewig und unsterblich. Und den Menschen hat er auch ewig erschaffen, der ewig leben und unsere Welt nicht verlassen sollte. Deshalb ist die Absicht Gottes das ewige Leben. Dass wir jetzt sterblich sind, ist das Ergebnis von anderen Gedanken anderer Menschen, von anderen Kräften, die zu dem Zeitpunkt kein Wissen besaßen. Okay, was bedeutet es aber dann, wenn alle Verstorbenen wieder da sind?
Wenn alle Verstorbenen, alle Auferstandenen wieder hierhin zurückkehren, wird der Mensch ewig leben. Der Mensch wird im Paradies leben, weil das in Erscheinung tritt, was wir jetzt nicht sehen. Viele fragen, ob der Platz auf der Erde für alle reicht. Grigori Petrowitsch spricht davon, dass in dem Maße, in dem die Menschen zurückkehren, die Erde wächst und sich vergrößert. Wissenschaftler haben bestätigt, dass die Erde gewachsen ist. Und jeder Mensch, der zurückkehrt, bringt Erde mit sich. Das bedeutet nicht, dass Menschen sie in den Händen tragen. Jeder Mensch, jeder Auferstandene, erschafft bei seiner Wiederkehr die Realität, in der es Platz, Raum und Erde gibt, wo er leben und sich entwickeln wird. Die Welt, die er in seiner Seele trägt. Und natürlich wächst die Erde, weil alles in unserem Bewusstsein wächst. Das ist sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Antwort. Ich möchte jetzt zu einem aktuellen Thema kommen, was viele in Deutschland oder auch in Europa beschäftigt. Durch die offenen Grenzen und durch die Migration findet in Europa im Moment so etwas wie eine Umvolkung statt. Wie erklären Sie sich diesen Vorgang und was ist Ihre Prognose dafür? Meine Prognose ist sehr optimistisch. Die Welt wird in Harmonie leben, ohne Kriege und ohne Krankheiten, in Liebe. Und jeder Mensch wird das Wissen besitzen. Das ist meine Prognose. Dass jetzt eine Welle von Migranten nach Europa kommt, das hängt auch mit der Vergangenheit zusammen. Weil sich irgendwann mal dunkle Mächte das Ziel gesetzt haben, die weiße Rasse zu vernichten. Und natürlich haben sie dafür sehr viele Schritte unternommen, die sich bis jetzt in der Welt zeigen. Um diese Welle zu stoppen, kann man natürlich jegliche Techniken von Grigori Petrowitsch anwenden. Die Welt, die Realität, jeden Menschen und natürlich den Lebensraum des Menschen zu harmonisieren. Um zum Beispiel den Raum von Deutschland zu harmonisieren, braucht man nicht alles abzusperren, Grenzen zu ziehen und so weiter. Man kann einfach Lenkungen machen. Für die Harmonisierung der Beziehungen und das Verständnis für die Menschen, die versuchen, ihr Zuhause, ihre Heimat zu verlassen und ihr Glück in der Ferne suchen. Sie haben andere Wurzeln und können sich deshalb hier auf der fremden Erde nicht festhalten, weil die Orte, an denen der Mensch herausgekommen ist, Wachstumspunkte des Menschen sind. Das sind Stützpunkte des Menschen, die dort bleiben, wo der Mensch geboren wurde. Jeder Mensch hat einen Austrittspunkt in diese Welt. Da, wo ein Mensch geboren wurde, da befindet sich sein Austrittspunkt. Da ist seine Kraft. Und wenn ein Mensch diesen Ort verlässt, dann verliert er auch die Unterstützung dieser Kräfte. Die Migrationswelle, die heute stattfindet, trägt die Information in sich, die irgendwann mal erschaffen wurde. Ich denke, dass, ich wiederhole nochmal, es gibt sehr viele Techniken, die Grigori Petrowitsch für die Lenkung und Strukturierung des Bewusstseins gibt. Und Konzentrationen für jeden Tag. Das ist ein harmonischer Aufbau von sich selbst und der Welt um sich herum. Hängt das denn also mit dem Schuldkomplex des deutschen Volkes zusammen? Und was muss Ihrer Meinung nach getan werden, damit das deutsche Volk nicht ausstirbt?
То, что волна мигрантов идет в Германию, в другие страны Европы, с виной Die Migrationswelle in Deutschland und in andere Länder Europas hängt nicht mit der Schuld des deutschen Volkes zusammen. Dass die deutsche Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg die Verantwortung auf sich genommen hat und die Schuld auf sich geladen hat für Grausamkeiten, die während des Krieges stattfanden, das unterdrückt natürlich die deutsche Rasse. Denn die Schuld, die die Regierung auf sich genommen hatte, ist eine riesige Last und wird auf den Schultern des einfachen Volkes abgeladen. Deshalb sinkt die Geburtenrate. Um diese Last abzunehmen, wenn natürlich auf Regierungsebene so ein Schritt gemacht wird, ist das ein riesiger Vorteil, der das deutsche Volk von der Schuld befreien wird, die darauf abgeladen wurde. Aber das ist Politik und wir mischen uns auf keine Weise in die Politik ein. Das ist meine persönliche Meinung. Um die Schuld vom deutschen Volk zu nehmen, muss man in jede Lenkung für die Rettung und harmonische Entwicklung aller eine Lenkung einfügen, die diese Schuld abnimmt. Anhand persönlicher Erfahrungen kann ich sagen, dass die beste und effektivste Lenkung, die für die Transformation jeglicher negativer Ereignisse funktioniert, in Vergangenheit und Gegenwart der Index I ist, der uns von Grigori Petrovich gegeben wurde. Die Lenkung mit Hilfe von Index I gab Grigori Petrovich in den Lektionen, die er beim Katastrophenschutzministerium hielt. Durch diese Formel, durch diese Veränderung kann man beliebige negative Informationen umwandeln. Aber es gibt auch sehr viele Zahlenreihen von Grigori Petrovich erschaffen. Diese besagen, dass man die Informationen der Vergangenheit mit Hilfe von Zahlenreihen umwandeln kann. Das gibt es in den Zahlenreihen für Pflanzen, für chemische Elemente und in den Zahlen der Sterne für das ewige Leben. Also wenn ihr aufmerksam seid, alle Bücher sind so kreiert, dass darin das ewige Leben eingebaut ist. In die Zahlen der Sterne für das ewige Leben, die Zahlenreihen der Pflanzen für das ewige Leben. Also ist nicht nur die Information für das ewige Leben des Menschen eingebaut, sondern auch für das ewige Leben der ganzen Welt um uns herum. Und nochmal sage ich, auf so eine Weise kann man jede Information umwandeln. Unter anderem auch die Information über den Krieg, der einst stattgefunden hat. Nadjeshda, könnten Sie uns sagen, was kann der einzelne Mensch tun? Was kann er selber aktiv dazu beitragen? Jeder Mensch, denke ich, kennt und versteht seine Geschichte, die auch mit dem Krieg zusammenhängt. Wenn jeder Mensch die Entscheidung darüber trifft, dass er versteht, dass er keine Schuld dafür trägt, so nimmt er das auf ihn geladene Schuldgefühl von sich. Er trifft einfach die Entscheidung und lässt sein Verständnis in Erscheinung treten. So wird dieses Schuldgefühl keinen Druck mehr auf ihn ausüben und auf seine zukünftigen Generationen, auf Kinder, Enkel und so weiter. Danke. Das Ganze betrifft aber nicht nur Deutsche. Es soll generell die weiße Rasse vernichtet werden und durch eine braune Mischrasse ersetzt werden. Was ist nötig, um diese Pläne zu durchkreuzen, um sie nicht wahr werden zu lassen? Der Mensch erschafft seine Ereignisse selbst. Die Ereignisse entwickeln sich spiralförmig. Und die Ereignisse verschwinden und lösen sich auch spiralförmig auf. Ich verstehe es so. Und ich sage es, damit jeder Mensch darüber nachdenkt,
und versteht, dass die Ereignisse, die in der Welt aufgelöst und transformiert werden, die Möglichkeit geben, eine Zukunft so aufzubauen, dass sie harmonisch in Erscheinung tritt. Ohne Krieg, ohne Krankheiten. Damit so eine Zukunft in Erscheinung tritt, gehen wir die Entwicklungsspirale rückwärts entlang, sozusagen in umgekehrter Reihenfolge. Wie ein Film. Wir schauen einen Film über uns selbst. Und wenn wir ihn rückwärts laufen lassen, werden die Ereignisse quasi wiederholt. Die Ereignisse, die jetzt auf der Erde materialisiert sind, die fanden schon mal statt. Und das, was wir umwandeln und auflösen, negative Ereignisse, nochmals betont, die negativen Ereignisse, sie drehen sich in umgekehrter Reihenfolge. Solche Ereignisse fanden schon in der Geschichte der Menschheit statt. Es gab schon Versuche, die weiße Rasse, den weißen Menschen zu vernichten. Aber da wir jetzt leben, sehen und wissen wir, dass es nicht passiert ist. Der weiße Mensch existiert. Und sogar im Internet ist zu sehen, dass zum Beispiel in Afrika ein Kind mit blauen Augen geboren wird. In Afrika werden Kinder geboren, die eine Körperpigmentation haben. Sie werden Zebras genannt, wobei Zebras Streifen haben und bei einem Menschen sind es Flecken. Ein Flecken weiß, ein Flecken schwarz, ein Flecken weiß, ein Flecken schwarz. Also das zeugt davon, dass irgendwann schon mal schwarze und weiße Rassen vermischt wurden. Aber es ist unmöglich zu vermischen, was nicht vermischt werden kann. Nur deshalb, weil die DNA verschieden ist. Daher tritt die Farbe, die einst vermischt wurde, jetzt in Erscheinung. In der dunklen Rasse, in der weißen Rasse. Also es werden Mulatten und Mischlinge geboren. Und es gibt auch Fälle, bei denen die Hautfarbe völlig unverständlich ist. Aber ich sag's nochmal. Wir sind schon einmal durch so einen Evolutionspunkt gegangen. Und jetzt gehen wir denselben Evolutionspunkt rückwärts durch. Wir sehen die Erscheinung, die es schon mal auf der Erde gab. Wir sehen sie jetzt. Und nur mit dem harmonischen Aufbau der Zukunft, durch Umwandlung der Vergangenheit, kommen wir dazu, dass diese Mutation in der Zeit verschwindet. Grigori Petrovich gibt Zahlen rein für die Umwandlung der Mutation in der Zeit, für die Umwandlung der DNA-Struktur und für die Regeneration der DNA-Struktur. Mit all diesen Zahlenreihen muss natürlich gearbeitet werden. Auf jeden Fall, jeder Mensch, um seine Strukturen zu reinigen, um sein Bewusstsein auf das Niveau wiederherzustellen, das ursprünglich vom Schöpfer erschaffen wurde. Wow. Auch danke hier für diese Antwort. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, Sie sprachen vorher über die Seele. Meine Frage lautet, was ist die Seele? Wie würden Sie die Seele definieren? Eine ganz genaue Definition gab Grigori Petrovich in seinem Buch Auferstehung von Menschen und das ewige Leben von nun an unsere Realität. Aber ich möchte einfach erläutern, wie ich es verstehe, was die Seele ist. Die Seele ist eine energetisch-informative Struktur, die in sich selbst die ganze Information über die Welt, über den Menschen, über sein Leben, über seine vergangenen und zukünftigen Leben trägt. Das alles befindet sich in der Seele. Die Seele ist eine Lichtstruktur, eine energetische Struktur, die jeder Mensch anstreben sollte. Um die Welt zu verändern,
muss man natürlich seine eigene Seele verstehen. Wenn ein Mensch in seine eigene Seele kommt, beginnt er die Welt völlig anders zu sehen und zu verstehen. Um die Welt zu verändern, muss der Mensch sich selbst verändern. Also wenn der Mensch seine eigene Seele erkennt, verändert er sich selbst, da sein Bewusstsein sich strukturiert. Und das Wissen der Seele geht natürlich in die Struktur des Bewusstseins über. Wenn ein Mensch seine Seele verkauft hat, wo geht diese Seele denn dann hin? Und kann man so jemanden dann überhaupt noch als Menschen bezeichnen? Natürlich bleibt er noch ein Mensch. Nur wird er zum Sklaven desjenigen, an den er seine Seele verkauft hat. Wenn ein Mensch sich selbst etwas kauft, wird er ja auch zum Besitzer dieses Gegenstands. Das passiert auch mit der Seele. Wenn ein Mensch seine Seele verkauft, dann entsteht noch ein Besitzer der Seele, der diese Seele verwaltet. Also der Mensch wird abhängig von demjenigen, an den er seine Seele verkauft hat. Das ist eine direkte Abhängigkeit. Denn der Mensch bekommt dafür quasi eine Dividende. Aber in der Realität hat er alles verloren. Er hat Gott verloren, der in der Seele existiert. Denn um mit Gott zu sein, mit dem wahren Gott, muss der Mensch einen direkten Kontakt zur Seele haben. Wieso haben die Menschen den Kontakt zur Seele verloren? Wieso haben die Menschen den Kontakt zu Gott verloren? Weil sie ihre Seele verkauft und sich auf diese Weise von Gott entfernt haben. Sie sind in eine völlig andere Richtung gegangen. Nicht zu Gott, sondern von Gott weg, in die andere Richtung. Also zu demjenigen, der ihre Seele gekauft hat. Es ist kein Geheimnis, dass die Seelen vom Teufel gekauft wurden. Der Teufel hat die Seelen gekauft, um Gott zu versklaven. Und ich habe keine Angst, darüber zu sprechen, denn es sah genau so in Wirklichkeit aus. Gott zu versklaven, um sich selbst als Gott auszurufen. Und der Teufel hat sich als Gott ausgerufen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sagte er: Ich bin der Gott der Götter. Ich bin der dreifach Große. Es war alles offiziell und der ganzen Welt bekannt. Das gibt es in Mythen, Epen und Legenden. Das gibt es überall. Nur, alle nehmen es als ein Märchen wahr und denken, dass es keinen betrifft. Aber es betrifft die Mehrheit. Mehr als 50% der Erdbevölkerung. Wenn die Zahl geringer wäre, hätte der Teufel nie die Macht ergriffen. Und wir wären nicht zu dem gekommen, was wir jetzt haben. Denn nur, weil er solchen Prozentsatz gekaufter Seelen besitzt, konnte der Teufel die Welt kontrollieren. Kann der Käufer dann auch etwas mit der Seele anfangen? Natürlich. Er verwaltet ja die Seele. Er kann die Richtung und die Handlungen des Menschen verändern, in die Richtung, die er braucht. Dafür wurden die Seelen gekauft. Damit sich der Mensch ohne Widerstand von dem kontrollieren lässt, der diese Seele gekauft hat. Und natürlich würden sich viele gerne davon befreien, wissen aber nicht wie. Man muss einfach nur die Entscheidung treffen. In der Vergangenheit habe ich meine Seele an niemanden verkauft. Mit keinem habe ich Verträge geschlossen. Ich habe nichts mit meinem Blut unterschrieben. Wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann kann sich jeder davon befreien, was er einst getan hat. Vielleicht aus Dummheit, vielleicht aus mangelndem Wissen, aber vielleicht auch bewusst. Wer weiß, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Gut, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Und zwar,
Warum gibt es überhaupt diese dunklen, nicht göttlichen Strukturen? Einst, wahrscheinlich war das vor Millionen von Jahren, hat jemand gegenüber einem anderen sehr großen Neid verspürt. Neid bringt viele negative Emotionen hervor, die der Mensch hat. Wir kennen nicht den ganzen Plan Gottes. Wieso konnte so etwas überhaupt auf Erden in Erscheinung treten? Deshalb ist es schwer zu sagen, wieso sie erschienen sind. Aber ich denke, dass jemand sehr stark Macht für sich wollte. Danke. Das bringt mich wieder zu meiner nächsten Frage, und zwar, wie lange wird es denn überhaupt solche Verzerrungen im Bewusstsein geben? Ich denke, dass ich die Frage schon beantwortet habe. Sobald mehr als 50% die Entscheidung treffen, dass sie ihre Seelen nicht verkauft haben, beginnt sich die Verzerrung sehr schnell aufzulösen und zu transformieren. Aus all dem, was Sie bis jetzt mit uns geteilt haben, wird mir klar, dass es darum geht, dass man sich A mit der Lehre von Grigori Grabowoi beschäftigt und natürlich auch seine Seele nicht verkauft. Oder wenn man die Seele zum Beispiel verkauft hat, dass man diesen Verkauf umkehrt. Stimmt das so? Ich denke, dass jeder Mensch in erster Linie die Entscheidung treffen sollte, dass er seine Seele nicht verkauft hat. Dass er keinen Vertrag mit dem Tod geschlossen hat. Seine Seele nicht an den Teufel verkauft hat und keinen Vertrag mit dem Tod geschlossen hat. Das ist an erster Stelle. Dann öffnen sich beim Menschen die Bereiche des Bewusstseins, die kein Wissen beinhalten. Das heißt, da ist Dunkelheit. Diese Bereiche beginnen sich zu öffnen und sich mit dem Licht des Wissens zu füllen. Natürlich soll man die Werke von Grigori Petrovich lesen und studieren. Bis jetzt hat er genügend Werke kreiert, mit denen der Mensch beim Lesen das Wissen wahrnimmt und zur Erleuchtung kommt. Im Ganzen wählt jeder selbst, was zu tun ist. Nadezhda, 5G ist momentan in aller Munde. Das heißt, Smart Dust, Nanopartikel, das ist ziemlich bekannt. Dafür gibt es auch militärische Belege. Die Bevölkerung wird auf diese Weise still angegriffen, krank gemacht und auch umgebracht. Müssen wir uns vor 5G schützen? Ist es wichtig? Wie würde die Bewusstseinsarbeit in dem Bereich oder aus der Perspektive der Lehre von Grigori Grabowoi aussehen? У Григория Петровича есть лекция, в которой он рассказывает о том, что человек, находясь в эпицентре атомного взрыва. In einer seiner Lektionen spricht Grigori Petrovich davon, dass ein Mensch im Epizentrum einer Atomexplosion am Leben, gesund und unbehelligt bleiben kann, wenn er das Wissen besitzt und einen ganz anderen Bewusstseinszustand hat. Das heißt, dass alles, was um uns herum ist, alles, was wir sehen, alles, was erschaffen wurde, jede Waffe durch unser Bewusstsein erschaffen wurde. Also in unserem Bewusstsein befindet sich diese Waffe. Diese Information über die Waffe befindet sich dort. Nochmal, es wurde irgendwann mal aus irgendeinem Grund gemacht. Deshalb kam der Mensch beim Erschaffen von Zerstörungssystemen zu dem Gedanken, dass man andere Systeme erschaffen sollte, um zu überleben. Grigori Petrovich gibt uns dieses Wissen, damit wir selbst die Systeme wiederherstellen können, die einst zerstört wurden, die durch Zerstörungssysteme ausgetauscht wurden. Deshalb ist alles in unseren Händen. Natürlich, wenn wir uns das Wissen aneignen und das Bewusstsein strukturieren, verändern wir diese Systeme. Wir stellen sie wieder her. In erster Linie bauen wir in unserem Bewusstsein die Realität auf, in der es keine Waffen, keine Krankheiten, keine Zerstörungen gibt.
Jeder Zelle geben wir das Wissen, das keine Zerstörung beinhaltet. Deshalb wird jeder Mensch, der dieses Wissen bekommt, die Welt ohne Krieg und ohne Zerstörung aufbauen. Und die Technologien, über die jetzt geredet wird, das ist nochmals meine persönliche Meinung. 5G ist nicht so schrecklich, wie die Menschen denken. Erstens, die Zahl 5 ist das Leben. Zweitens, wir wissen, dass sich die Vibrationen der Erde mehrfach erhöht haben. Wir wissen auch davon, dass sich Auferstandene jetzt in unserer Welt materialisieren. Es gibt Fakten. Viele Menschen wissen, dass Auferstandene in unserer physischen Welt leben wie ganz gewöhnliche Menschen. Natürlich, um uns mit ihnen direkt zu treffen, müssen wir unsere Vibrationen, unsere Lichtgeschwindigkeitscharakteristiken auf ihre Ebene heben, denn sie kommen mit dem wahren Bewusstsein zurück. Und wahres Bewusstsein bedeutet andere Geschwindigkeiten, andere Energie, auf höherer Ebene. Das ist das wahre Bewusstsein, das dem Menschen die Möglichkeit gibt, alles nur mit der Kraft des eigenen Gedankens zu bauen. Alles mit der Kraft der Gedanken bauen. Und nochmals, nur das Harmonische erschaffen, das, was nicht zerstört. Davon ausgehend wird dem Menschen das Wissen gegeben. Und wenn er es nutzt, kann der Mensch im Paradies leben und alles für alle benutzen, nicht nur für sich, sondern auch für alle. Je höher also unsere Geschwindigkeitscharakteristiken sind, wird auch alles, was uns umgibt, andere Geschwindigkeiten haben. Und 5G spricht davon, dass die Erscheinung Gottes auf der Erde stattfindet. Und wir bewegen uns darauf zu, dass unsere Geschwindigkeitscharakteristiken genauso sein werden wie bei Gott. Danke. Nadezhda, ein zentrales Thema in der Lehre von Grigori Grabovoi ist das ewige Leben. Wie können sich Zuschauer, die sich noch nicht viel mit der Lehre von Grigori Grabovoi beschäftigt haben, was können Sie sich unter dem ewigen Leben vorstellen? Wie können Sie sich mit diesem Thema anfreunden? Was ist das ewige Leben? Und warum ist das überhaupt wichtig für uns? Bestimmt würde Grigori Petrowitsch vom ewigen Leben besser sprechen können. Und er spricht darüber. Er hat schon so viel erzählt. Aber ich sage meine Meinung, warum es gut für uns ist. Erstens muss man nicht mehr sterben. Das ist der erste Punkt und das ist die Hauptsache. Der Mensch wird hilflos geboren. Er kommt in diese Welt ohne Erinnerung an die Vergangenheit. Das heißt, dass alles bei dem Menschen blockiert ist. Und er weiß nicht, wer er ist. Was er ist. Während seines Wachstums bekommt er das Wissen von den Eltern und aus der Umgebung, das er eigentlich schon besitzt. Aber er kann es nicht aus der Seele nehmen. Er nimmt es aus der äußeren Welt. Das Kind wird als eine absolut harmonische Persönlichkeit geboren. Aber die Ereignisse sind seinem Karma entsprechend vorgegeben. Ereignisse, die sich in der umliegenden Welt befinden, die beeinflussen unser Bewusstsein. Und wenn jedes Kind aufwächst, nimmt es die Informationen der Außenwelt auf und wird nicht ganz zu der Persönlichkeit, die ursprünglich von Gott geplant war. Das alles ist der Einfluss der Informationen. Wenn also ein Mensch ewig lebt, braucht er nicht mehr die Welt zu verlassen, um wiedergeboren zu werden. Und dieser Zyklus wird endlich unterbrochen. Und der Mensch hat die Möglichkeit, im physischen Körper zu leben und diesen Körper zu entwickeln,
zu vervollkommnen und zu verjüngen. Das heißt, der Mensch eignet sich das Wissen an und seine Gedächtnisstruktur beginnt sich zu öffnen. Nicht nur der Gedächtnisspeicher von diesem Leben. Es öffnen sich auch die Speicher, die sich in unserer Seele befinden. Und dieses Wissen beginnt, aus der Seele in unser Bewusstsein überzugehen. Der Mensch bekommt die Information über vergangene Leben und die Information über das Wissen, das einst auf der Erde existiert hat. Und über das Wissen, was von Gott ursprünglich jedem Menschen gegeben wurde. Ich bin der Meinung, dass es einfach immense Möglichkeiten für jeden Menschen sind. Vor allen Dingen das Gedächtnis zu nutzen. Für mich ist es sehr aktuell, denn wenn ein Mensch das Gedächtnis über die Vergangenheit besitzt, kann er nach meinem Gefühl Berge versetzen. Nadjeshda, es gibt verschiedene Zivilisationen hier auf der Erde, die nicht menschlich sind. Und einige davon meinen es auch gar nicht gut mit den Menschen. Werden diese Zivilisationen den Planeten Erde irgendwann mal verlassen? Dann nochmal. Wer ist der Mensch? Der Mensch ist die innere und die äußere Welt gleichzeitig. Das heißt, was sich im Innern des Menschen befindet, ist auch im Außen. Wenn sich im Innern des Menschen Aggression befindet, dann zeigen sich um ihn herum die Erscheinungen, die mit seinem inneren Zustand zusammenhängen. Um ihn herum tauchen Menschen auf, die genau seiner inneren Welt entsprechen. Der Mensch selbst kann das interpretieren, wie er will. Wesen, Roboter, Nicht-Humanoide und so weiter. Das alles gab es in der Vergangenheit. Es gab Roboter und es gab nicht-humanoide Wesen. Und es gab Biorobots. Es gab vieles. Deshalb ist alles, was wir jetzt auf der Erde haben, von Menschen selbst erschaffen. Das heißt, alles, was einst kreiert wurde, hat auch jetzt seine Erscheinungsformen auf der Erde. Wir sprechen darüber, dass es jemand von irgendwelchen Planeten gibt. Ich würde es eher anders sagen. Von der Erde aus wurde zu anderen Planeten geflogen, um diese Planeten zu besiedeln. Jetzt gibt es die gleiche Tendenz. Wir fliegen ins All. Die Menschen erschaffen Projekte, um andere Planeten zu besiedeln. Aber ich wiederhole es nochmal, das alles wiederholt sich als Evolutionsspirale und tritt in Erscheinung. Das alles gab es schon mal. Es gab Sternenkriege. Es fanden Schlachten fürs Leben oder für die Vernichtung von Leben statt. Alles gab es schon mal. Und damit das alles nicht mehr stattfindet, muss man die eigene DNA-Struktur, sein Bewusstsein umwandeln. Das heißt, harmonisieren und strukturieren. Dafür bekommen wir das Wissen. Wow, was für eine Antwort. Nadjeshda, wenn es heißt, dass an den Menschen Manipulationen vorgenommen wurden, wer hat diese Manipulationen vorgenommen und warum? Ja, warum? Als der Teufel sich zum dreifach Großen ausgerufen hat. Und ich denke, davor wollte er sich über Gott erheben. Er wollte nicht nur die Welt regieren, sondern diese auch kreieren. Und kreierte, wie er imstande war. Wie er konnte. Deshalb gab es Kreuzungsversuche der DNA des Menschen mit der Tiere, der Reptiloide, der Fische und so weiter. Das heißt, das alles gibt es in uns. Und es ist so viel in der DNA-Struktur vermischt, dass der Mensch hart arbeiten muss, um seine DNA zu reinigen.
und jeder kann es machen. Damit die Strukturen sich schneller reinigen, braucht man wiederum das Wissen. Es gibt Zahlenreihen, um diese Mutationen auszulöschen. Das ist eine Mutation. Und das alles muss gelöscht werden. Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz, so sieht es aus. Danke, Nadezhda. Das führt mich zu meiner nächsten Frage, und zwar, können Sie uns ein Beispiel für genetische Manipulation geben, die an den Menschen vorgenommen wurde? Jetzt gibt es im Internet sehr viel Information. Fotos, Videoclips darüber, dass die Menschen zum Beispiel ohne Beine, ohne Arme geboren werden. Das ist auch eine Manipulation und genetische Mutation. Und nicht nur auf der Ebene der DNA-Struktur und des Bewusstseins. Es gab auch Manipulationen auf Ebene der geistigen Strukturen. Es gibt auch Angaben, dass bis heute Menschen mit Schwänzen von verschiedener Länge geboren werden. Solche Fotos sind auch im Internet. Da wird es sehr offensichtlich gezeigt. Viele Gespräche gibt es jetzt darüber, dass zum Beispiel ein Mann, der als ein Mann geboren wurde, sein Geschlecht verändern will. Und es gibt genauso Frauen, die ihr Geschlecht verändern wollen. Sie werden verurteilt, kritisiert und so weiter. Ich denke, dass es kranke Menschen sind, die solchen Manipulationen ausgesetzt wurden. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen das Wissen, um sich von der Struktur, die ihnen aufgezwungen wurde, zu reinigen. Sie war einfach aufgezwungen. Es passiert ja nicht einfach so. Es wurde ein Mann geboren und will plötzlich zur Frau werden. Oder eine Frau wurde geboren und will jetzt zum Mann werden. Das alles befindet sich in der DNA-Struktur. Alles befindet sich in der Struktur des Bewusstseins. Wir wissen ganz genau, dass unser Organismus Hormone erzeugt. Und die Hormone, die am meisten im Körper vorkommen, beeinflussen das Bewusstsein und den Verstand des Menschen. Und das Geschlecht, weiblich oder männlich. Das heißt, dass alles einen Einfluss hat. Und damit es solchen Einfluss nicht mehr hat, muss man die DNA-Struktur wiederherstellen. Die Menschen, die ohne Arme und Beine geboren werden, sind tiefere Manipulationen, die auf Ebene der geistigen Strukturen eingefügt wurden. Da tritt die Materie an sich beim Menschen nicht in Erscheinung, weil die Information über die Materie nicht in die äußere Welt getreten ist, da sie irgendwann mal verschlossen wurde. Das sind ganz unglückliche Menschen, die solchen Versuchen unterzogen wurden. Es gibt sehr viele solche Beispiele. Ja, ich sehe schon, so wie es für mich jetzt klar wird, die Lösung von all diesen dunklen, nicht göttlichen Strukturen, die Lösung von all dem Manipulativen, die erreichen wir dann, wenn wir uns wirklich mit der Lehre von Grigori Grabowoi beschäftigen. Also offenbar bietet diese Lehre diese Lösungen. Das ist wirklich sehr spannend und auch was ganz Neues für mich. Danke auf jeden Fall dafür. Mich bringt das aber auch zu meiner nächsten Frage, und zwar, viele Menschen sind einsam, sie leben lange ohne Partner. Können Sie uns vielleicht erklären, wie Sie das aus Ihrer Sicht sehen oder wahrnehmen? Woher kommt es und was können wir dagegen tun oder wie könnten wir das verändern? Вопрос, конечно, очень такой интересный.
Die Frage ist natürlich sehr interessant. Aber sie hat in sich so viele Richtungen, sozusagen, die der Mensch durcharbeiten, sich bewusst werden, transformieren sollte. In erster Linie geht es um die Haltung des Menschen zur Partnerschaft. Jeder Mensch baut Beziehungen auf, will einen geliebten Menschen neben sich haben, will einen Partner an der Seite. Der Unterschied dabei, wen der Mensch neben sich haben will, einen Partner oder einen geliebten Menschen, ist immens. Das heißt, einst wurde in die Bewusstseinsstruktur die Information darüber gelegt, dass der Mensch einen Partner braucht. Einfach einen Partner. 1, 2, 5, 10, es ist egal, wie viele Partner es geben wird. Und deshalb konnte keine Familie entstehen, weil dieser Gedanke, dass ein Partner und nicht der geliebte Mensch gebraucht wird, grundlegend ist. Ich denke, dass jeder, ob Frau oder Mann, diesen Gedanken verändern sollte. Das heißt, den Gedanken über die Partnerschaft auflösen und stattdessen den Gedanken über einen geliebten Menschen stellen sollte. Ich will, dass es in meinem Leben, dass in mein Leben genau der einzige geliebte Mensch kommt, den ich brauche und der mich braucht. Die Anhäufung der existierenden Informationen in unserem Bewusstsein ist nämlich einfach riesig. Und man muss sich ihrer natürlich erledigen, sie reinigen und so weiter. Denn in dieser Information ist sehr viel enthalten, was auf Ebene der Genetik und DNA eingefügt wurde. Das ist die Geschlechtsveränderung. Stellt euch vor, der Mensch ist als Frau geboren, aber seine ganze Genetik ist männlich. Sie benimmt sich wie ein Mann. Die Frau ist genauso stark wie ein Mann. Das ist alles augenfällig in ihr. Welcher Mann wird sich ihr nähern? Natürlich wird sie mehr Frauen anziehen. Deshalb existieren quasi nicht traditionelle Paare bei Männern wie auch bei Frauen. Es ist dann auch schwer für solche Menschen, ihre zweite Hälfte zu finden. Mit diesem Thema muss man sich auch noch auseinandersetzen. Und das Wissen, das wir jetzt bekommen, gibt die Möglichkeit, die Mutation zu transformieren. Wir kehren zurück zur Mutation, sich von dieser zu befreien, die einst in den Menschen eingefügt wurde. Auf diese Weise strebt der Mensch das Beste an und trifft natürlich einen Partner. Ich bin mir da einfach mehr als sicher, weil sich die Frau entweder zu einem Mann oder zu einer Frau hingezogen fühlt. Genau so ist es bei Männern. Sie werden entweder zu einer Frau hingezogen oder zum Partner des gleichen Geschlechts. Das ist alles gar nicht einfach. Deshalb muss man in dieser Richtung arbeiten und es sich anschauen. Und sich entscheiden. Wer bin ich im Inneren? Wer? Eine Frau oder ein Mann? Und genau so muss der Mann entscheiden. Wer bin ich? Mann oder Frau? Was muss ich verändern? Wohin muss ich dieses Wissen richten, um die negative Information und die Verzerrung zu löschen, weswegen diese Schieflage im Bewusstsein entsteht? Das ist eigentlich sehr ernst. Nadezhda, das waren wirklich extremst klare, unerwartete
und auch außergewöhnliche Antworten auf all die Fragen, die ich Ihnen gestellt habe. Danke auf jeden Fall dafür, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben. Und das bringt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage, und zwar, wo kann man Sie das nächste Mal erleben? In Deutschland sind wir vom 18. bis 20. Juli in München. Und im November ist eine Reise nach Australien eingeplant. Aber das sind bislang noch Pläne. Liebe Zuschauer, die Seminare von Nadezhda kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Das ist ein so spannendes Erlebnis, vollgepackt mit Informationen, die uns hier allen überhaupt gar nicht bekannt sind. Ja, an der Stelle möchte ich mich nochmal herzlichst bei Nadezhda bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat für dieses Interview. Vielen lieben Dank. Und auch an die Zuschauer, vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Konnektiv Talk. Thank you.